los am Osterdeich. Im Weserstadion geht's wieder los, die Stimmung steigt. Im Bremer Weserstadion stieg die Stimmung am Sonntag tatsächlich. Denn viele tausend Werder-Anhänger sind trotz Regenwetter zum traditionellen Tag der Fans gekommen. Natürlich drehte sich in der Paulina Marsch alles rund um das Thema Fußball, besonders aber um Werder Bremen. Denn die grün-weiße Raute war allgegenwärtig. Trotz zum Teil langer Wartezeiten zogen die Fans ein positives Fazit. Wie gefällt Ihnen der Tag der Fans bisher? Ja, bis jetzt ganz gut. Außer bis auf das Wetter, was nicht so mitspielt, aber das kennen wir Bremer, ja? Ja, da müssen wir halt durch. Mir gefällt da ganz gut, gute Stimmung, Wetter ist okay, muss man durchhalten als Werder-Fan. Ja, ich find's gut. Was gefällt dir besonders? Ja, hier zum Beispiel gerade die Band Afterburner, also da ist ordentlich Stimmung aufgekommen. Ja, sehr gut. Natürlich, Wetter ist nicht so, aber das ist Bremer Wetter, deswegen auch schon wieder gut. Das Nachteil ist sicherlich, dass man überall anstehen muss. Aber hier die Band, hier die Afterburner, das war schon mega geil. Und ich hoffe, dass wir gleich noch vom Training so ein bisschen was mitkriegen und dass die neuen Spieler dann noch vorgestellt werden. Und ist ein besonderer Tag, weil die Fans sind wichtig und Werder Bremen und seine Fans ist ja auch immer was Besonderes. Ja, sehr schön. Also man kann den Spielern sehr nahe kommen, das ist ganz schön. Autogramme haben wir uns auch schon geholt, muss man leider ein bisschen mit lange anstehen, aber gut. Ja, sonst ganz schön. Hoffentlich gleich noch die Spielerpräsentation. Die gucken wir uns auch noch an und dann geht's wieder zurück nach Wolfsburg. Ja, ganz gut. Das Wetter ist jetzt auch besser geworden. Ne? Dann auch gerade ein bisschen. Aber wenn man das sieht, warten und dann mal auf den Platz kriegen. Und überall muss man so lange warten, das ist halt doof, aber das ist schon toll.